Harr, harr. Hallo, herzlich willkommen zurück bei Sword. Ja, ich habe das vor, jetzt in jeder Folge zu machen. Ein harr, harr. Ich habe die Nacht durchgeangelt. Die Nacht dauert echt lange, wenn man nicht durchschläft. Und habe was Neues geangelt. Einen Poisonous Yellowfin. Die Finnen, also die Schwanzflossen oder sowas, haben da wohl so ein... Anplaschen ist ja ein Unvorteil, unerfreuliches Neurotoxin, sondern die ab. Ich habe keine Ahnung, was man daraus craften kann. Ich weiß es nicht. Ist bestimmt lustig. Ach, jetzt wollte ich vorher noch im Wiki gucken, wie man vergiftete Pfeile machen kann, ohne Gift dafür zu benutzen. Na, egal. So. Ich esse erstmal was. Ich habe hier noch ganz viele andere Fische. Die kleinen, da 50 Pfund und also im Wesentlichen diese Fische. Nightskimmer, da haben wir immer noch eine Potion. Das nächste Mal, wenn es dunkel wird, hoffe ich, dass ich dran denke, weil ich wollte mich ja mal mit diesem Öl einreiben, dann sollen meine Kleidung erleuchten. Fände ich irgendwie lustig. Ah, nochmal 8 Fische gegessen und immer noch nicht ganz voll. Krass. So. Da hinten gab es ein Campfire und, warte mal, hier stellen wir unser Boot mal eben hin. Okay. Und ich hoffe, das fährt nicht weg. Also das möchte ich einfach nur so als Merkmal da lassen, dass ich weiß, wo ich hin muss. Und es scheint hier wirklich richtig Gezeiten zu geben. Also nicht hier nur so ein bisschen Wellen und so. Obwohl das komisch ist, wenn hier durch Sand plötzlich Wasser kommt. Ja. Aber nie richtig gezeigt. Ich musste beim Angeln mehrfach wirklich ein paar Meter wieder nach hinten gehen, weil mich das Wasser eingeholt hatte. Und es war nicht nur einmal. Das ist mir mehrfach passiert. Und bin dann immer 3-4 Meter nach hinten gegangen. Also auch schon ein Stück. Ne? So, mal gucken. Mich hat da schon einer gesehen. Einer hat mich schon gesehen. Ich habe so ein freundliches Mmm gehört. Komm, lass mich in Ruhe. Okay. Du hast Gold gehabt. Da hinten, ich habe doch gesagt, es ist ein Dunkelhaariger. Das ist wahrscheinlich wieder der Boss. Aber da wollen wir erstmal gucken, ob hier noch irgendwo einer rumrennt. Ja. Das sieht doch auch anders aus, oder? Mann, der trägt so grüne. Ach du Schande. Sind hier zwei Bosses? Das ist eine Frau, oder? Aber meistens sind die Frauen ja die Bosse. Ne? Eva? Oder wie siehst du das? Okay, den haben wir. Also erstmal die hier abschießen, weil die sollen mir nicht in die Quere kommen gleich. Zwei Gegner gleichzeitig stelle ich mir auch nicht so angenehm vor. Okay, das funktioniert auch ganz gut. So, und jetzt dahin. Er sieht mich aber. Da hinten war aber noch jemand anders. Ich versuche jetzt von der Seite ranzukommen. Ich muss natürlich aufpassen, dass ich nicht so weit seitlich rübergehe, dass... Schwierig. Wow. Ein Piraten, ein Kartografer, einer der Karten zeichnet. Das ist der Navigator oder so. Haut er denn so zu? Ach nein, echt geil! Man kann auch einen Sextant finden, das finde ich ja lustig. Das ist ja cool. Oh Mann, ey. Nur Hirsche hier, ey. Krass. Ja. Um die Hirsche kann ich mich nicht kümmern. Ich muss mich um ihn da kümmern. Das ist viel... viel wichtiger. Warte mal.
Ich halte es für ganz klug, vorher noch eine Bandage zu nehmen. Geht doch. Unser Recht, ein Kopfschuss und dann ist so ein Hirsch weg. Hat der eigentlich auch mal bei mir funktioniert? Ach du Scheiße! Lass mich in Ruhe, 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 lass mich in Ruhe. Komm, 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 komm. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Boah, krass. Der haut aber zu. Ha, eine Tunika, ich wollte ein Kleid. Okay. Okay. Komm, ist der Hirsch noch da? Ich darf aber das Essen nicht vergessen hier. Oh, Pristine, dir Pelt, das ist gut. Das ist besonders Gutes. Da kann man irgendwas mitmachen. Was haben wir denn da? Broken Pirate Eggs, Flintstones und nochmal Tree Fruit. Oh, erstmal ziehen wir das hier mal an. Ja. Jetzt haben wir eine bessere Rüstung. Okay. Wir haben aber noch kein Vierer-Set-Bonus. Irgendwann sehe ich so aus wie die Piraten. Gab es eine Ego-Perspektive hier? Ne, so eine Außen, so eine Third-Person-Perspektive. F7, F8, F9 und F10 drücke ich jetzt nicht. Nee, gibt's nicht, ne? Oder? Nee, gab's glaube ich nicht. Okay. Noch mehr Hütten. Ach, das war der eine Würfel, den ich da gesehen hatte. Deshalb bin ich hier rüber. Okay. Hier sind aber nicht viele Würfel. Sonst. Kisten meine ich. Kisten, nicht Würfel. Schade. Okay, aber ich habe jetzt eine neue Rüstung und die hilft mir ja auch. Und wir haben, okay, den hätten wir jetzt nicht mehr gebraucht, aber wir haben einen Sextanten. Das ist doch auch cool. Also wenn ich jetzt noch keinen gehabt hätte, hätte ich mich noch mehr gefreut. Wow, shit! Der hat nicht mal Buh gemacht, der hat einfach gleich direkt alles auf mich los. Wow. Mann, oh Mann. Das war nervenaufreibend hier. Hier oben drauf, da war noch ein Campfire irgendwo. Da haben wir im Dunkeln eins leuchten sehen. Da will ich mal eben hin. Auf dem Weg kann man nochmal Bäume absuchen. Gibt es bestimmt noch mehr Sachen auf dieser Insel. Hier gibt es bestimmt noch mehr. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das hier auch noch nicht alles war. Ist echt groß. Da oben muss es irgendwo sein. Ah, hier, da sind ja Hütten schon und so. Schwierig. Okay. Wie können wir uns da jetzt am besten anschleichen? Ah, da oben hängt ein roter Apfel. Sind hier überhaupt welche? Das sind gar keine, ne? Doch, da vorne ist einer. Echt? Ich habe keine Pfeile mehr. Doch. Da. Oh, jetzt kommen die guten Hearthstone-Arrows. Pfeile. Okay. Die tun mich doller weh, glaube ich. Die Hearthstone-Dinger. Komm, geht kaputt. Danke. Einen Pfeil habe ich auch zurückbekommen. Das ist gut. Dann gehen wir jetzt mal zu dieser Kiste hin. Ei! Ah! Ha! Geil! Blueprints! Blaupausen für ein Schiff, das von einem Pirateningenieur gezeichnet worden ist. Das ist geil. Ich hatte nämlich auch davon gelesen, dass es so ein
Boah, das hat sich ja richtig gelohnt, diese Insel hier. Also, die gucken wir uns erstmal an. So, Blueprints for the Pardon Pusher. By Engineer Captain Partoot. Okay. By Orders of Captain Buffbeard, here are the plans for the mighty, ein mächtiges Schiff. Pirate Ship Hull Materials. Helm, Rudder und Sail. Ah, also müssen irgendwie, ne, für die Hülle, für den Helm, keine Ahnung, für das Ruder und für das Segel. So, da soll es Materialien geben. Und es wird vorgeschlagen, dass ein Team mit dass vier Teams ausgestreckt werden, jedes von einem Kapitän begleitet, um die notwendigen Materialien zu besorgen. Das bedeutet, irgendwo wird es auf den verschiedenen Inseln vier Kapitäne geben. Und das war nämlich genau das, was ich meinte vorhin, also in einer anderen Folge, mit den Kapitänen, dass die noch wichtig werden für uns. Und dadurch kriegst du ein richtig großes, fettes Schiff. Ich habe ein Foto davon gesehen. Das war schon sehr beeindruckend, muss ich sagen. Und das wollen wir natürlich haben. Ne? Ist halt die Frage, ob wir überhaupt jemals die vier Captains da finden. Und ob wir die dann auch erlegen können, weil die haben bestimmt was auf dem Kasten. Gut, ein Captain war da jetzt ja auch schon mit bei. Ich weiß nicht, ob die anderen nicht womöglich stärker sind. Das werden wir dann sehen, wenn wir welche treffen. Und das bringt mich jetzt natürlich noch eher auf die Idee, da mal eben gleich nach Norden zu gehen. Zu dieser, aber ich will eben einmal hier mal eben gucken. Also, vielleicht ist hier ja noch mehr. Also, die Insel scheint ja echt groß zu sein. Und ich kann mir schon vorstellen, dass hier. Was ist das für eine Richtung? Das ist Süden. Ja, das ist Süden. Okay, von der Insel kommen wir. Da wollen wir nicht hin. Jetzt müsst ihr auch wieder. Na, 3 East, 8 Nord. Ja, genau, 8 Nord. Ja, genau. Wir sind jetzt wieder im Süden. So, wir gucken mal, ob mein Boot da vorne noch. Da habe ich einen Piraten gesehen. Noch einen. Die hören gar nicht auf, die Jungs. Es werden. Weiß nicht. Respawn die oder. Wow! Das nenne ich mal ein Pfeil. Wie gesagt, dafür braucht man Hardwood Lock. Und Hardwood Lock ist. Ich finde es. Ach, jetzt habe ich da oben den Apfel vergessen. Na, egal. Da brauchst du Hardwood Lock für und für so ein Pfeil. Und naja, Hardwood Lock ist ja auch relativ rar, weil es droppt ja nur zufällig. Und das ist halt irgendwie ein bisschen das Problem dabei, ne? Der ist weggelaufen, ne? Der hat mich gesehen, oder? Der ist weg, ne? Der ist auf und davon, glaube ich, der Hirsch. Schade, schade, schade. Hätte ja auch hier auf mich warten können, ne? Kriege ich den nach vorne denn? Ich glaub's ja mal nicht, ne? Obwohl, wenn er da jetzt steht und anfängt was zu trinken, dann habe ich vielleicht Chancen. Jetzt müsste ich mal langsam in die Hocke gehen. Ich hoffe, dass er da noch eine Weile bleibt. Komm bitte. Oh, der hat ja nur noch halb viel Energie. Ja, super. Okay, schön. Das funzt ja. Genau, hier ist das Ding. Da drüben müsste mein Boot gleich sein. Aber dann fahren wir noch mal rüber zu der anderen Insel. Hier im Norden, die ich da in der letzten Folge angesprochen hatte, wo hier auch noch mal Campfire sind. Die da. Da wollen wir jetzt hin. Da ist ein Campfire gewesen. Wir müssten jetzt wieder. Ja, genau. Genau. So,
einmal reinspringen. Danke. So. Komm, hier schnell Segel und so. Ich muss Richtung Norden drehen. Richtung Norden. Bloß der Kompass macht da nicht mit. Wow, habt ihr das gesehen? Scheiße. Das läuft jetzt genau in die falsche Richtung. Boah, da kann man aber Kurven mitfahren, ey. Unglaublich. Da wollen wir nicht hin. Da wollen wir hin. Weiter nach Norden. Dahin. So. Das ist ein bisschen schwierig, damit zu lenken. Mal hier, obwohl, auf diese Insel können wir doch auch mal, oder? Obwohl, ne, das ist nicht Norden. Das ist Norden, Osten, Westen. Westlich davon ist auch eine Insel. Okay. Das ist mir egal. Ich will zu der da hin. Zu der da hinten. Da, da will ich hin. Die gucken wir uns auf den Rückweg an, weil die habe ich dann auch noch nicht eingezeichnet. Das heißt, da laufe ich auch nicht Gefahr, dass ich die verpasse. Das machen wir mal so. So, aber das Boot scheint ja schneller zu sein, ne? Glaube ich. Das sieht schon nach dem Affenzahn aus, den wir hier. Das sieht schon ziemlich schnell aus. Findet ihr nicht? Genau. Well, der Navigator. So sieht's aus. Gucken wir mal. Das ist vielleicht auch ein schönes Foto, ne? Wenn man da so ein Thumbnail von macht. Es ist schade, dass es so ein bisschen diesig ist da. Versucht das schon mal raus zu korrigieren, aber so ein Nebel da rauszunehmen ist nicht einfach. Jo, gucken wir mal. Sind wir bald da. Ja. Sieht sehr sandig aus, die Insel. Ist auf alle Fälle ein Hirsch. Aber da war doch ein Campfire drauf. Boah, ich setze das Boot gleich voll mit voll Karacho. Boah, hier, erstmal Segel wegmachen. Ach du Scheiße. War ja übertrieben hier, oder? So. Ah, da war ich so laut. Das hat er gehört. Oh, da kommt schon der erste entgegen. Und es wird auch wieder dunkler. Sonne geht bald unter. Das ist ja schön und gut, dass sie immer irgendwelche Schlüssel. Sie haben immer irgendwelche Schlüssel dabei, ne? Sagt mir nochmal, wo die Schatzkisten sind. Ich bin mal gespannt, ob wir dieses große Schiff wiederfinden. Ich würde ja mal unheimlich interessieren, was bei diesem großen Schiff auf der... Hier, das ist so eine kleine Campinsel, das meine ich mit Campinsel. Hier ist nur ein kleines Piratencamp und nicht viel los. Hier sind vielleicht ein, zwei Piraten und das war's. Okay, vielleicht sind hier auch drei Piraten. Das kann natürlich auch sein. Ja, gib mir bloß mal einen Pfeil wieder, der ist wichtig für mich. Ah, da muss ich sagen, wenn das so einen großen Unterschied macht, dann bin ich echt am Überlegen, ob ich mir echt mal Hardwood-Locks herstelle. Ey. Warum kann ich das Holz jetzt nicht nehmen? Okay. Nein, den habe ich auch nicht so gut getroffen, aber es reicht ja. Aber hier, die kommen den Hirsch den immer noch mit, wenn er zurückkommt. Der kann doch jetzt gar nicht weg aus dem Wasser. Naja, okay. Wasser geht gerade weg. Der sieht mich doch jetzt gleich und dann haut er ab. Ach, schade. Und da rennt er davon mit meinem Pfeil. Shit, jetzt habe ich den zweiten auch noch verschossen.
Aber den finde ich doch hier nicht wieder, den Pfeil. Okay, hier ist Holz. Schwierig. Ich hätte den nicht einfach abschießen sollen, ne? Ich habe jetzt keinen mehr, ne? Oder? Nee. Ja. Ich habe gar keine Pfeile mehr, ne? Aber obwohl, auf der anderen Seite, ich meine, da kann ja nicht so schwierig sein, dieses Viech wiederzufinden. Das Doofe ist nur, dass ich jetzt gerade keinen Pfeil mehr habe. Okay, geht auch so. Oh, was ist das? Max Health. 12 Max Health. Ach, der gibt mir Max Health zurück. Also mein Lebensbalken wird generell auch länger. Sehr geil. So, okay. Gut. Jetzt können wir das Holz hier noch aufsammeln. Hardwood Log. Schön, 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 schön. Ja, super. Okay. Dann gehen wir mal pennen. 6, 7. Ja. Das sind schon 7 Stunden. Ist doch noch dunkler geworden, oder? Wir haben jetzt 9 Stunden geschlafen. Ich habe das Gefühl, das kommt nie so ganz hin mit dem Resten. Jetzt haben wir 10 Stunden geschlafen. Leck mich doch jetzt das Campfire alle. Ist ja unglaublich, ey. Hört ihr die Grillen? Klingt ja toll, ne? Okay, wisst ihr was? Dann ist das jetzt gerade auch egal. Dann schnappen wir uns doch mal das Boot. Ach, warte mal hier. Da oben war noch eine kleine Insel und wir sind jetzt bei 3 East, 12 Nord. Okay, und da ist auch eine Piratencamp, eine kleine Insel, okay. Und jetzt gehen wir mal zu der, nein, das machen wir hier nicht. Wir gehen jetzt ins Bootsmenü. Okay, schwierig. Ins Bootsmenü. Ich möchte in mein Boot. Danke. Und dann gehen wir auf die Insel darüber. Auf der waren wir ja auch noch nicht. Die sah ja auch ganz vielversprechend groß aus. Und das ist doch jetzt Richtung Kompass war 7, ne? Ja, das ist Südwest. Richtung Süd, Norden, Osten, Süden, Westen. Genau, da muss eine andere große sein. Die zeichne ich hier mal ein. Die ist recht groß. Sieht komisch aus, der Schatten, ne? Wie so ein Männchen, was da steht. Wenn es jetzt noch winken würde, würde ich echt Angst kriegen. So, ich kann das Ufer nicht mal sehen. Aber die Sonne geht langsam auf. Da, seht ihr? Und da kommt gleich, irgendwo kommt hier so der bekannte Halbmond. Und ja, dann ist aber die Folge auch schon wieder vorbei. Tut mir leid. Boah, ich bretter hier rüber. Ist ja unglaublich. Kann natürlich sein, dass hier auf dieser Insel auch mal was Gefährliches ist, ne? Spinnen oder so. Oh, shit. 2 East, 11 Nord. Wisst ihr, sind etwas nach 2 East. Ach, immer noch 2 East, 11 Nord. Okay, gut. Da weiß ich gar nicht, ob jetzt hier Campfire drauf fahren oder ob das einfach nur eine Insel ist. Aber die ist groß und deshalb gucken wir uns die einfach mal an. Gut, okay, nach Obst gucken auf Bäumen ist jetzt um die Uhrzeit noch nicht so richtig. Wohl, mit der Fackel. Die leuchtet das auch mehr wie so eine Halogen-Geschichte aus, ne? Mal gucken. Ich will Materialien sammeln. Ich wollte sagen, es sieht ja, ich dachte hier so eine Lagune, aber es ist so grün, ne? Es ist in der Menge auch neu.
Was bedeutet denn das? Jetzt ernsthaft. Dieses Symbol, was soll uns das sagen? Das ist kein Händler, ne? Das ist mehr so tot. Geht hier nicht weiter. Da bin ich mal gespannt. Aber es ist ein cooler Cliffhanger. Und sind das da oben Bäume? Da in der Mitte hier? Ich habe kein Fadenkreuz gerade, ne? Hier. Da ist mein Fadenkreuz, das weiße. Das da oben. Ist das ein Baum? Sieht aus wie so ein grüner Felsen, oder? Ich weiß, dass es irgendwo Inseln geben soll, auf denen irgendwelche Statuen oder irgendwelche ominösen Säulen stehen. Vielleicht ist das so Tempelanlagen. Habe ich aber selber halt noch nicht, ne? Alles, was ich kenne, kennt ihr auch. Auch noch nicht gesehen. Ich bin da echt neugierig. Ich bin da, aber ich habe da echt voll. Also ganz ehrlich, ne? Das hier Early Alpha hin oder her und also viele haben mal gesagt, ja, die Grafik gefällt mir nicht so. Okay, gut, ich finde die auf alle Fälle besser als Unturned, die Grafik. Das ist definitiv so. Und Geräusche, das passt auch besser. Ja, die Piraten sehen ein bisschen komisch aus, gebe ich zu. Aber das soll ja nicht so bleiben. Wir haben halt nur keinen Grafiker. Wie der liebe Minias einmal sagte. Hier ist was drin. Man muss halt viel durch die Gegend fahren, aber das ist ja auch nicht schlimm. Und hier ist echt was schon im Spiel enthalten. Und das ist gut. Ich finde, das macht echt Spaß. Und ich hoffe euch auch. Könnt ihr mal was zu schreiben? Aber momentan habe ich die letzten Folgen waren ja echt so doch eher Action geladen, ne? Mit Kämpfen und gut, ne, auch wenn die Piraten mir nicht so viel entgegenzusetzen haben, aber ja, da war doch mal wirklich was zu sehen. Ich fand das eine schöne Sache, muss ich sagen. Und ich esse jetzt hier erstmal was und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und gucken mal, was ist hier mit diesem Schild und dem Tempel. Und das mache ich auch noch jetzt. Ich wollte eigentlich jetzt Feierabend machen, aber nee, das ist jetzt muss ich sehen, wie es weitergeht. Jetzt muss ich echt sehen. Und es ist schon 10 vor 2 nachts, aber ist mir egal. Das will ich jetzt sehen. Okay, bis gleich. Entschuldigung, das passiert mir mal wieder. Oh Mann, ja, es tut mir leid, ihr müsst ja noch mal ein bisschen warten, bis es kommt. Oh, Entschuldigung. Okay, also bis zur nächsten Folge dann. Und lasst mir bitte einen Daumen hoch da und oder ein Abo oder einen netten Kommentar oder am besten alles drei. Ich würde mich freuen. Bis dann. Tschüss.